Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge GeoGuessr mit Servus. Dem Partypnüks. Ihr seht es schon, ja. Wir sind gerade im Auswahlmenü. Wir machen Duell in Deutschland. Ja. Wir machen jetzt nichts Spezielles draus. Ich starte das Spiel einfach mal. Ja, genau. Mach ruhig. Boah. Das ist das erste Mal, dass wir Duelle spielen. Okay. Musik, Alter. Oh. Das ist voll laut. Das ist voll intens. Ist das bei dir auch so laut? Nö, ich hab's halt runtergeregelt, ne, über Voice Meter. Okay, Resume Game. Okay. Jetzt hab ich's runtergeregelt, jetzt passt es. Österreichisches Generalkonsulat, okay. Österreichisches Generalkonsulat. Ja, und hier ist ein Gebäude, was komplett ausgepixelt ist. Ja, das müssen die ja manchmal machen. Ja, aber das ist nicht das österreichische Generalkonsulat. Nee, aber Privathäuser auch. Müssen sie ja manchmal. Ah. Glaube, ich weiß, in welche Stadt ich bin, weil ein Wegweiser hier ziemlich eindeutig war. Okay. In der Nähe ist. Und auf einem Bus steht auch was drauf, was das sehr vermuten lässt. Ja. Okay. Und Werbung auf der Straßenbahn ebenso. Jetzt muss ich nur wissen, wo das ist. Ich weiß schon mal, wo es in Deutschland ist. Aber wo dort in der Stadt, weiß ich natürlich aktuell nicht. So, wo könnte das denn hier sein? Aha. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ja. Ja, du hast das also auch rausgefunden. In welchem Ort wir sind? Ja. Ja, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wo halt in diesem Ort. Weil diesbezüglich habe ich halt eben noch keine genaue Information. Oh, ganz alte Aufnahmen von 2008. Ja, das ist, da ist noch Schlecker zu sehen. In die eine Richtung komme ich nicht weiter. Läuft bei dir ein Zeitlimit ab oben? 5 Minuten haben wir pro. Ja, aber bei mir läuft die Zeit nicht runter. Und bei mir sehe ich oben keine Zeit. Hier steht 5 Minuten, aber es läuft nichts runter. Okay. Hm. Komisch. Dann hoffe ich mal, dass das nicht einfach irgendwann aufhört. Weg. Fuck. Wo bin ich nur in diesem Ort? Ja. Das denke ich mir auch gerade. Das ist halt auch richtig groß, ne? Ja. Ist ja nichts Kleines. Ist nichts Kleines. Den Stadtteil, den ich auf einem Schild gesehen habe, würde ich gerne mal finden. Weil Asse? Ich hab's, glaube ich, ich hab's gefunden. Was? Ob du sicher bist. Ja. Bin ich. Okay. Ich muss nur noch
einen eindeutigen Bereich ausfindig machen. Ja. Ah, hier könnte es sein. Okay, da habe ich schon mal was gefunden, aber... Ich sag, wir sind hier, ich guesse. Oh. Ach, ab jetzt laufen die 5 Minuten. Okay. Okay, okay. Das ist ja cool, jetzt hast du noch 5 Minuten Zeit, Alter. Hä? Ja, ich habe schon einiges... Oh, shit. Ah, ja, da bin ich richtig. Ich habe den Stadtteil gefunden und habe daneben gegessen. Mehr oder weniger daneben gegessen. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe es verloren. Ja, das hat auf einmal rausgezoomt, die Kacke. Ach, jetzt hab ich's wieder. Nein. Okay. Ich hab's wieder. Sehr gut. Ja, das ist, aber es ist witzig. Das ja, ist echt witzig. Aber die ist halt eben auch ein bisschen nervig, ne? Ja. Das habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ganz minimal im Hintergrund laufen kann man es halt nicht lassen. So. Nee. Also ich habe mehrere Konsulate gefunden, aber das, was ich suche, nicht. Bist, dann wird das wohl schon so irgendwie. Ja, das ist aber wieder in einem anderen Stadtteil gefühlt. In welchem Stadtteil wir genau sind, weiß ich beispielsweise nicht. Ich habe nur ein Hinweisschild mit, also Wegweiser, da ja. Geht's zu dem und dem Stadtteil gesehen. Achso. Deswegen. Also Generalkonsulat Rumänien, Kroatien habe ich hier, Iran. Das habe ich noch nicht gefunden hier bei mir auf der Karte. Spanisches Generalkonsulat. Weißt du was? Ich guesse jetzt einfach. Okay. Und zwar... Scheiße, ey. Hm? Kannst dich nicht entscheiden? Ja, ich guesse einfach dahin. Okay. Juhu! Ja, Bogenhausen habe ich halt direkt gefunden, aber das ist noch weiter links gewesen. Du hast mir jetzt 55 abgezogen, lol. Yo, lol. Lol. Lol, das macht ja mega Spaß. Das ist ja mal eine geile Idee. Das, also den Modus kannte ich noch nicht, den finde ich ja mal. Der ist relativ neu, wie es aussieht. Scheinbar. Okay. Damals, als wir das gespielt haben, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, gab es den nicht. Nee. Und den Modus bei den Peaks habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Okay, die Bilder sind aus 2017 wohl scheinbar. Was steht da? Volksfest in... Kann ich nicht lesen, ist zu sehr verpixelt. Aha. Aha. Okay, ich weiß. Schon mal den Ort. Das glaube ich, weiß ich auch. Okay. Ich habe Bilder aus 2019. Okay.
jetzt in die andere Richtung am Anfang gefahren, im Gegensatz zu mir. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann sein. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Okay. Also direkt? Ja. Für das nächste Mal müssen wir uns dann nur merken, wir haben ja jetzt nicht 5 Minuten insgesamt Zeit, sondern 5 ja. Minuten, wenn der Gäste gegessen hat. Ja, das heißt, das müssen wir dann mal umändern, ja. Dass wir dann beim nächsten Mal sagen, okay, 2 Minuten, nachdem der eine gegessen hat. Genau. Oder so. Ja, dann wird es intenser. Aha. Ja. Hast du gefunden? Na, nicht ganz. Wann siehst du das? Das sehe ich, sobald du gegessen hast. Ich, ach so. Ob ich richtig bin, quasi. Du kannst ja jetzt ganz offen sprechen. Ich kann ja jetzt eh nichts mehr verändern. Also, ich bin in Dortmund. Mhm, ja. Und ich habe die St. Helene Klinik gefunden. Ja. Aber ich... Ja, aber ich finde die auf der Karte nicht. Ach, ich könnte es noch mal ein bisschen besser eingrenzen. Also die St. Helene Klinik ist hier, wenn ich hier richtig bin, wovon ich ausgehe, ja, nicht in der Nähe. Du bist einfach nur die gerade Straße weitergefahren zur St. Helene Klinik, ne? Ja, ich bin einfach geradeaus weitergefahren sozusagen. Also die sieht man, ich gehe mal zurück. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja. Nein, St. Elisabeth. Nee, Elisabeth, ja, nicht Helene. Alter. Ja, St. Elisabeth Krankenhaus, stehe ich davor. Ja. Ja. Aber ich finde das Scheißding nicht. Ich sag mal so, es ist nicht direkt Dortmund. Ach so. Ja, okay, gut. Es ist in einem Ortsteil, der auch nicht ganz direkt dran ist. So wie... Ortsteil Innenstadt Nord oder Westfalen. Ja, ja, deswegen bin ich gerade weitergefahren, um die Bushaltestellen zu überprüfen. Ja. Aber die eine kann ich hier nicht lesen. Ich muss jetzt mal zurück. Da war eine, die konnte ich ein bisschen besser lesen. Irgendwas mit Karl. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht richtig lesen. Karl? Nee, Kurl. Mit U. Echt? Ja. Ich kann es echt null lesen. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Kurl. Ja. Jetzt muss ich das erstmal finden.
Das ist aber wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich näher ranzoomen, ne? Ja. Ja, man muss ein bisschen näher rein, ja. Maßstab anzeigen. Ah ne, das geht ja hier nicht, ne? Maßstab kann man sich ja hier gar nicht anzeigen lassen. Nee. Um genau zu sein, sind wir in dem Stadtteil Kohl Süd. Ja, ich kann's. Es ist nicht Richtung Herne, glaube ich, oder? Oh, fuck, ey. Warte, Herne. Nein, es ist nicht Richtung Herne. Ja, ich weiß, ich habe das gerade überprüft oder angesehen. Aber ich kann dir sagen, es ist in Richtung Werne. Werne hat, glaube ich, eine Freilichtbühne. Oh, okay. Ich glaube, da warst du da nicht sogar mit auf der Klausurtagung damals? Das kann gut möglich sein, ja. Alter, ich finde den Ort nicht. Du hast nur noch 10 Sekunden, 15 Sekunden, ne? Ich würde jetzt irgendwo guessen, bevor du gar nichts kriegst, ne? Ja, warte. 4, 3, 2, ja, ich bin 22 Meter weg. Oh, ich glaube, das gibt eine ganz besonders lange Folge, könnte ich mir vorstellen, Freunde. Jau. Eine Special-Folge heute, am heutigen Tage. Das wäre ja was. Urban Art. So wie das hier aussieht. Ist, ja. Man kann sich vorstellen, wo man ist, ne? Aha. Ich weiß noch nicht, welcher Ort das ist. Ja. Das ist nur dieser Rundbogen, wie es aussieht. Aha. Meinst du, die würden in einem Ort, von einem Ort, der sehr weit weg ist, Werbung machen? Doch, um was es für Werbung geht, sage ich jetzt mal. Urban Art. Dass die da weit weg Werbung machen, wenn ich ehrlich bin.
Weil ich habe hier jetzt gerade was von Völkingen gefunden. Ja, ich auch. Oder Völklingen. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, das habe ich schon gesehen. Das bin ich auch, wenn ich ehrlich bin, auch schon am Suchen. Ich auch nicht. Hier von also Google Maps Map steht es auf Englisch. Also ein anderer Ort, ich habe jetzt nicht für Google. Mhm. Die Frage ist, ist dieser Ort überhaupt da, wo ich jetzt gerade halt eben denke, dass er ist? Ja, das ist so die Frage, aber ich habe eindeutigere Beweise gefunden, dass es da ist. Ja? Hast du noch was anderes gefunden? Ja, du kannst, man würde jetzt sagen, es ist ganz klar zu sehen, dass es da ist. Ach so, es ist ganz klar zu sehen, dass es da ist. Okay. Ja, ich weiß auch, das ist definitiv ein Völklinger Hütte. Das steht fest. Weil hier ist Eingang Völklinger Hütte. Ja, also da ist ein Zug. Oder an diesem Schild, was ich gefunden habe, dahinter steht so ein Eisenbahnwaggon, was auch immer. Und da steht drauf Initiative Völklinger Hütte e.V. Kulturerbe. Ja. UNESCO-Welterbe. Was ist das? Ja, ich kann dir nur eins sagen. Da müssen auf jeden Fall Bahnschienen in der Nähe sein. Also ich kann dir sagen, ich habe das gefunden, was ich finden wollte. Und ich habe genau in die Mitte davon reingehauen, sozusagen. Wo ich denke, wo ich sein könnte. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Es kann auch woanders sein. Sind denn da in der Nähe Völklingen? Ja. Ja, habe ich. Es ist von dem, wenn du rauszoomst, so weit, dass du Saarbrücken rechts sehen kannst und Völklingen noch auslesen kannst, also lesen kannst, ne? Das ist sozusagen fast links darunter. Also, wenn du Völklingen genau in die Mitte nimmst, ne?
und ranzoomst. Sodass Völklingen, der Ortsname, lesbar bleibt, genau in der Mitte. Dann ist das sozusagen unten links in der Ecke. Aber ich sag dir nicht, wie lang man ranzoomen muss, natürlich. Kann sein. Hast du es gefunden? Nein. ich habe damit einen Anhaltspunkt, sage ich jetzt mal. Ja. Schon mal eher, weil ich war vorher orientiert. Ach so, okay. Aber die Frage ist, ob ich es jetzt überhaupt so schnell finde, ne? Naja. Wir schauen mal, ne? Ich wusste gar nicht, dass sie das da in der Gegend da auch gemacht haben, wenn ich jetzt überhaupt richtig bin, wo ich jetzt hier bin. Ja. Ja, aber du denkst an was Falsches. Wieso? Du denkst an ein Kohlewerk oder sonstiges, ne? Ja, natürlich. Ja, das ist aber nicht ein Kohlewerk. Sondern? Da haben die was anderes hergestellt, woraus man dann zum Beispiel, ja, Gegenstände herstellt. Erz. Ein bestimmtes Erz, ja. Ja. Da werde ich dieses Mal leider verlieren. Weil ich finde es nicht. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Wenn du willst. Also, zoom mal so weit raus, dass du Völklingen links sehen kannst und Saarbrücken rechts. So, ne? Ja. Ich war auf der falschen Seite von Saarbrücken. Ja, okay. Da, guess. Danke. Du Arsch! Dein Ernst! Ja, gut, Alter. Das waren jetzt 4 Punkte, ne? Das geht jetzt noch ein Weilchen so. Okay, wir müssen uns. Also, ich war übrigens vorhin wieder im Pott unterwegs. Also, Dortmund, Bochum, so die Ecke, weil ich dachte, das wäre Kohle, ne? Ach so. Nein, das war ein Eisenwerk. Obwohl ich mir schon dachte, Völklingen, das kommt dir eher aus dem südlicheren Bereich eher bekannt vor. Aber ich habe trotzdem gedacht, okay, Hütte, so ein Weltkulturerbe, das kann ich mir da gut im Pott vorstellen. Ja, dachte ich ja am Anfang genauso. Du dachtest das am Anfang genauso? Ja. Was hat dich denn dazu gebracht, da unten bei Saarbrücken zu suchen? Als ich dann irgendwann halt dieses Schild, also diesen Poster gelesen habe, wo Saarbrücken drauf stand. Ich dachte so, ja, warum sollten die denn in Dortmund Werbung für Saarbrücken machen? Ach so, von Saarbrücken habe ich nämlich nichts gelesen. Echt nicht? Nein. Okay. Ich hab die Stadt. Echt? Ich hab noch gar nichts gesehen. Ich weiß natürlich nur nicht wo dort. Das ist schon mal. Steht schon mal außer Frage, dass ich da noch keinen Anhaltspunkt habe. Also ich habe hier Sandmännchen gefunden, die haben neu aufgemacht in 2021, das kann ich dir sagen. Ich habe Werbung wieder mal aus 2008 gehabt, für irgendeine kulinarische Nacht.
nur, ja. Ne? Ja. Das hat mir jetzt die Straße halt eben verraten. Die Straße. Den Ort. Aber mehr okay. halt eben auch nicht. Kann natürlich da wieder in dem Ort überall sein. Wenn ich mal einen Hinweis auf einen Ortsteil oder sowas finden würde, ne? Das wäre nahezu perfekt. Ich fahre halt einem Bus hinterher und versuche auf jedem Bild zu erkennen, was er hinten in seinem Hinweisschild da gegeben hat. Aber, ja toll, jetzt hat er angehalten. Jetzt erkenne ich überhaupt nichts mehr. Ja toll, eine Versicherung bringt mich auch nicht weiter, wenn da zwei Ortsnamen drin sind. Und vor allem die ganz weit voneinander entfernt sind. Kennst du die Versicherung? Aachen Münchner? Nee. So, Hamburg Mannheimer. Okay, das geht natürlich auch. Aber... Ja, ich weiß, wo ich bin. Okay, ich habe den Ort endlich gefunden. Ja, hast du. Okay. Ja. Werden wir wahrscheinlich wieder relativ dicht beieinander sein. Ich glaube, wir müssen hier raus ein paar mehr Folgen machen oder so. Das ist richtig. Wo bist du? Tja. Das wüsste. Oh verdammt, wo hab ich denn reingezoomt, Alter? Da muss ich hin. Oh, Alter, ist das riesig. Weit muss ich dafür reinzoomen, das Ding zu sehen. Oh, ich hab was gefunden. Was hast du denn gefunden? Ein Haus. Ja. Ein Haus, was 650 Meter von mir entfernt ist. An dem Standpunkt, wo ich bin. Ja. Und das Haus habe ich gerade auf der Karte gefunden. Ach, das ist doch. Return to start. Du hast das Haus gefunden. Was soll das denn überhaupt? Du hast das Haus gefunden. Finde ich aber nicht nett. Ich weiß. Jetzt rappelt's im Karton. Ich hab falsch geguckt. Ich hab das. Nee, nicht falsch geguckt, ich hab's falsch gelesen. Da. Return to start. Ich bin in was für einer Straße? Kann man jetzt nicht so lesen. Okay. Ich meine,
die könnte jetzt hier auch überall sein in diesem Ortsteil. Die Straße. Aber aktuell bin ich ganz guter Dinge, dass ich das finden kann. Vor allen Dingen, weil du auch noch nicht gegessen hast. Ich gesse jetzt. Du gesst jetzt? Ja, warte mal, ich hab's aber noch nicht abgedingst. Weil ich hab jetzt noch was gesehen. Ich hab auch noch was gesehen. Die Frage ist, ob mir das weiterhilft, weil das muss ich halt eben auch erstmal finden, ne? Ja. Ich klicke. Okay, du hast geguessed. Ja, dann sag, also, ich kann ja mal sagen, dass ich ein Hinweisschild gefunden habe, wo steht: Hornbach, Berlin, Weißensee, links abbiegen bitte. Achso, ich habe ein Hinweisschild gefunden: Mies van der Rohe Haus und Gedenkstätte Berlin-Höhenschönhausen. Mies van der Rohe Haus. Ja. Das ist am Obersee, da stehe ich direkt, also habe ich halt einen Cursor drüber. Ja. Und von da aus bin ich einfach nur gefunden, in der wir starten. Echt? Dein Ernst? Muss ich nur wissen, in welcher Richtung wir aus dieser Straße rausfahren. Auf welche andere Straße man rausfährt. Ah, scheiße, es steht hier. Also es steht hier schon, aber man kann es nicht lesen, weil es verpixelt ist. Heidewitzka, Herr Kapitän. Okay, dann fahren wir mal in die Straße rein und gucken mal, auf welcher Seite denn Lady B ist. Ich bin komplett woanders, wetten. Okay, die Rödernstraße ist da. Das heißt, ich stehe an der Ecke. Und ich stehe hier. Guess. Boom, 2 Meter daneben. Ja, guck mal, wo ich war. Weißt du, warum ich da war? Ich habe gelesen oder gesehen Kleingartenkolonien. Okay. Und das war für mich irgendwie so der Grund, da hinzuklicken. Okay. Autobahn, dein Ernst? Das ist easy. Das ist wirklich... Also Autobahn finde ich immer leicht. Man muss nur einmal die Fahrtrichtung wissen. Ja. So, man muss den Ort finden. Hier geht's runter auf die Autobahn. Oh, scheiße, Alter. So. Ja, jetzt muss ich erstmal die ganzen Autobahnen finden. Zumindest die, die ich suche. Ich sag, ich bin
sag, ich bin hier, ich gesse. Ja, hab gegessen. Oh, es gibt irgendwelche besonderen Dinger. Was ist das hier? 0,5 Healing. 0,5 Healing. Ja, gibt's jetzt, wenn ich gewinne oder du gewinnst. Autobahn hast du gefunden? Ja, das habe ich gefunden. Das ist schon mal gut. Denke ich, müsste auch richtig sein. Also ich denke. Ja, meine, wir sind wieder voll. Was? Warum sind wir jetzt beide wieder voll? Ich verstehe es nicht. Das war aber jetzt echt relativ einfach. Ja, es war super easy. Ich weiß nicht, einfach nur, in welcher Stadt wir sind, weil hier war ja ich schon. Echt, du warst da schon? Ist das im Ausland? Nein. Nein. Das war Deutsch. Ist das im Ausland? Wir spielen Deutschland, Alter. Stimmt auch wieder, ja, ne? Dein Ernst? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es genau der richtige Punkt ist, aber ich bin der Meinung, es muss hundertprozentig da sein. Ich glaube, diese Duell-Dinger, ne? Ja. Die machen in Deutschland nicht ganz so viel Sinn. Da kennen wir uns zu gut aus. Meinst du? Wenn du einmal den Ort gefunden hast, kriegst du ja gar nicht so viel abgezogen. Du musst nur den Ort finden. Ja, so, das ist schon richtig. Wenn dann die Heal-Runde kommt, dann ist ja easy. Oh Gott. Hast du denn schon den Ort gefunden? Nee. Nicht? Nee. Diese kleinen Kanäle hier zwischen die... Oh! Ja, okay, ich weiß, wo ich bin. Ja. Ja, da war ich aber noch nicht. Haha. Müsste genau, also wirklich sogar fast genau getroffen haben. Und ich habe mir nicht vorher genau angeguckt, wo ich gestartet bin. Warum fährt er nicht weiter? Er fährt nicht weiter. Habe ich eigentlich immer so alte Bilder? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. In welcher Stadt bist du denn jetzt? Hamburg. Ganz in der Nähe vom Jungfernstieg und der Europapassage.
Ja, es ist die Frage, auf welcher Seite von Hamburg ist das? Auf welcher Seite von Hamburg? Ja, links, rechts, oben, unten. Afghanistan oder nicht? So ziemlich genau in der Mitte. Na, jetzt die Scheiße noch finden, Alter. Anderthalb Minuten noch. Hier ist Hans im Glück. Burger, Grill und Bar. Hans im Glück? Ja. Ja, das sehe ich auch. Ist gar nicht so weit weg. Ist eigentlich ziemlich dicht dran sogar. Halbe Minute hast du noch. Ach Gott. Sekunden. 5, 4, 3, 2. Ja, ungefähr, ja. Ne? Ja. Ja, ich war ganz woanders, Alter. Triple Damage. Frag mich, ob das auch irgendwann einfach endet. Ich frag mich das auch, ja. Wahrscheinlich geht's hier wirklich dabei, dass man nicht so viel Zeit hat danach. Ja, das ist wahrscheinlich wesentlich besser fürs System, dass es dann halt wirklich, okay, ich hab den Ort, aber ich kenne den Ort nicht. Okay, das könnte jetzt dann natürlich interessant werden. Ich habe einen Fressnapf gefunden. Oh, da ist ein Verkehrsschild. Hallo. Ah. Ich dürfte den Ort haben. Ist er schwer zu finden? Ist es der oder ist es der? Es wird wahrscheinlich der hier sein. Der Ort. Aha. Da ist das. Ich bin da, ich gesse. Ich denke, ungefähr da dürfte ich sein. Okay. Oh, ich hätte mir das gerade Ausschild mal näher angucken sollen. Wo ist denn? Ah, bin ich nicht ganz richtig. Naja. Ach, ist egal. Ich bin wahrscheinlich hier.
Alter. So, wo ist der Start? Haha. Hast du den Ort gefunden? Ja, hab ich. Das ist gut. Und wir sind genau hier. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ja, ich hab Bayer gefunden. Ah, Quadruple Damage, Alter. What? Ja. Was? Okay. Wenn jetzt nicht wieder irgendwelche Healing-Runden kommen, könnte das ja dann auch bald enden. Ende gehen. Ja. Aber wenn das Wörtchen, wenn nicht, wenn, ne? Ja. Okay. Überall geben, aber ist schon mal ein Hinweis. Oh ja. Hier ist schon wieder ein Schlecker. Sind halt ein bisschen was älter. Scheiße. Was denn? Warte. Ich sag dir, wenn sich mein Verdacht bestätigt, ob sich's bestätigt oder so. Da. Vorstellen, dass wir da sind. Heißt aber nichts. Wir sind in dem Ort. Okay. Du weißt schon den Ort? Ja, ich bin mir fast sicher. Eine Sache verwirrt mich noch, aber da muss ich gucken, ob mich das gleich immer noch verwirrt. Also wie gesagt, ich denke, dass ich den Ort habe. Ob es wirklich so ist, sehen wir dann. Hast du denn schon eine Idee? Null. Ich weiß nicht, in welchem Ort ich bin. Kein bisschen. Ich bin auch gerade schon wieder umschwenken. Aber macht das Sinn? Doch keinen Sinn. Nee. Das wird schon der Ort hier sein.
Ja, liebe Leute, ist nicht so einfach teilweise. Ah, ja, Ort ist richtig. Ort ist richtig. Okay, wo habe ich denn gestartet? Das ist... Welche Richtung bin ich gefahren? Da bin ich gefahren. Aha, jetzt habe ich's. So. Welchem Ort bist du denn, Schönes? Ich bin in Leipzig. Und zwar irgendwo. Ich bin weiter weggefahren, aber ich denke nicht weit weg von Reutnitz. Reutnitz? Ja, von dem Stadtteil Reutnitz. Das denke ich aktuell. Da ist wieder das St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig. Ja, das mit den 5 Minuten, das ist doch schon echt. Ja. Hart. Okay, das gibt's scheinbar nicht mehr. Ich habe wieder so alte Bilder, weißt du? Die ganzen Läden, die hier so in der Nähe sind, ne? Gibt's ja alle schon längst nicht mehr. Das habe ich eben gerade auch schon gesehen, ja. Neueröffnung. 15.10.2008. Ich habe wieder 2008er Bilder. Ich würde sagen, Game Nummer 10 ist das Entscheidungsspiel im Endeffekt. Wahrscheinlich. Na, ich würde so sagen, wenn wir bis dahin nicht fertig sind. Ach so, ja, das machen wir. Das ist das Entscheidungsgame. Ich weiß gar nicht, welche Runde haben wir denn jetzt? 7, 8? Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Das hat mich... Oh. Diese Bank, die hier ist, hat am Anfang etwas verwundert. Okay. Weil da dachte ich nämlich, ich wäre ganz weit im Norden von Deutschland, wo ich Hanseatic Bank gelesen habe. Ich habe am Anfang noch gar nicht gewusst, in welche Richtung ich überhaupt unterwegs bin.
So, eine Minute hast du noch. Bist du denn dem Ergebnis schon ein bisschen näher gekommen jetzt mittlerweile? Nicht wirklich. Okay. Achte, 20 Sekunden. Ja. McCormack's Irish Pub at Lounge. Ich bin in der Nähe. Hilft dir nur nicht so viel. So, 5. 4, 3, 2, 1. Ja, okay. Das war Runde 8. 5-mal Damage. Alter, what? Jetzt wird aber richtig gedamaged, Alter. Es sind doch schon wieder solche ewig alten Fotos. Ich sehe das doch jetzt hier schon. 2020 habe ich. Wieso hast du denn schon wieder 2020, Alter? Das kann ich dir nicht beantworten. Warum könnte ich denn hier nicht weiter geradeaus fahren? Nein, ich will nicht hier hin. Kann ja auch nicht weiter geradeaus fahren. Ich hab den Ort. Es ging auch wieder schnell. Ja. So, wo ist es? Bist du auch auf dieser Kackhauptstraße gefahren? Ja. Bauende Mai 2009 steht hier schon wieder. Oh. Okay. Jetzt bin ich auf die Karte gekommen. Ist das die Straße? Ja, das ist die Straße. Okay. Wie heißt die Straße, wo ich gestartet bin? Wie heißt die? Könnte jetzt auch wieder hier überall sein an dieser Straße. Hast du die schon gefunden, die Straße? Ja. Wie hast du denn das so schnell gefunden, ey? Ich hatte einen guten Hinweis. Echt? Das Bild hat mir sehr viel verraten, ja. Hat nichts daran, dass ich trotzdem erstmal diese Straße finden muss. Weiter in der Straße. Okay. Auch noch die Straße. Das ist auch noch die. Also diese Straße ist ewig weit.
da ist es zu Ende. Okay, das heißt, es muss in diese Richtung gehen. Weißt du, was richtig bitter wäre? Wenn sich die Straßennamen in der Zwischenzeit geändert hätten. Oh ja. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Nein, nicht so weit. Hä? Jetzt steht... Weißt du? Jetzt steht hier eine ganz andere Straße. Ich bin vollkommen falsch. Ich hab die Straße, ich hab sie doch. Kurz rausgezoomt, mich kurz umgeguckt und ich hab sie. Und ich stehe ganz genau, aber auf den Zentimeter genau hier. Hast du die Stadt? Ich schätze mal, ich bin in München. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Das ist vollkommen korrekt. Jetzt ist die Frage, wo da? Tja, wenn du mich jetzt fragen würdest, was der Stadtteil ist, ne? Ich könnte dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wie der heißt. Ja. Schwer. Ist auf jeden Fall ziemlich viel Grünfläche in der Nähe. Wo klickst du dich denn gerade so in München rum? Ich bin jetzt gerade beim Westpark München. Oh, aber ich glaube. Aber ich glaube. Du hast es. Nee. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Ja? Ja, ich muss nur noch mal ganz kurz zurück.
wie hast du das jetzt eigentlich mit Westpark rausgefunden? Ich hab das nicht rausgefunden. Ich habe einfach die Autobahn verfolgt, die ich da gefunden habe. Ah, okay. Ich stehe. Ich bin hier. Zack. Guess. Ja, ist richtig. Ja, die Trefferau-Straße wusste ich, aber die andere Straße wusste ich nicht mehr. Jufen oder wie die hieß. Fiel mir nicht mehr ein. Ja, genau. Oh. Alles entscheidende Runde. Oh, Alter, die war hart. Ja, du liegst vorne. Alter, das war hart. Hätte ich die Autobahn da nicht... Ich war bei der Autobahn so dumm einfach nur. Ich habe mir nicht gleich alles gemerkt und dann habe ich die Hälfte wieder vergessen. Moment mal. Was denn? Nee, war ein Fake-Hinweis. Um es jetzt mal so zu sagen. Okay. Das würde keinen Sinn ergeben zum ersten Hinweis, den ich bekommen habe. Also das ist sowas wie Hamburg-Mannheimer. So ein Hinweis. Ach so. Also auf dem einen stand das, auf dem anderen stand das. Jetzt bin ich am rausfinden, ob eins von beiden erstmal richtig ist. Und wenn ja, ja, welches. Warum kann ich nicht in die Richtung weiter? Ich kann auch, in manche Richtungen kann ich nicht weiterfahren, warum auch immer. Ja, weil da halt eben das Goggle-Fahrzeug nicht hingefahren ist, ne? Ja, warum auch immer. Wenn er schon irgendwo hinfährt, dann soll er auch überall hinfahren, der Penner. Ja. Was denn? Der fährt die ganze Zeit nur auf der verkehrten Seite, Alter. Dann das heißt, du fährst einfach nur rückwärts. Ja. Das müsste ich haben. Das da ist. Die Namen der Stadtteile sagen mir was, aber ich weiß nicht, wo das da ist. Hast du schon Hinweise auf den Ort oder die Stadt? Ja. Okay. Ich denke und ich hoffe es, dass es das ist. Also ich habe kein Ortsschild oder sonstiges gefunden bisher. Nee, das habe ich auch nicht. Ein Ortsschild. Ich habe mich wieder jetzt auf irgendwelche Werbung verlassen, die hier irgendwo steht, ne? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich nicht auf Werbung verlassen, sondern eher auf was Größeres. Ein Gebäude. Ja. Was einen ganz großen Stadtnamen rausgeschrien hat. Ja? Ja. Okay. Du nicht? Jein. Es war kein Gebäude, sondern ein Ja doch, das ist auch ein Gebäude, ja.
verbinde ich zumindest mit dem Ort, aber ich weiß nicht, wo das denn ist. Ist jetzt gerade ärgerlich, weil ich dachte, ich hätte es gehabt, aber es ist doch nicht so. Ja. Das Gebäude von Anfang suche ich noch. Boah, Alter. Ist hart, ne? Ja. Das ist wirklich hart gerade. Ich auch. Bin ich doch in dem falschen Ort, in der falschen Stadt? Das denke ich auch gerade. Scheiße. Warum sitzt denn hier die Nürnberger Versicherungsgesellschaft? Was soll denn der Scheiß? Finde ich nicht so nett. Das glaube ich dir. Wenn jetzt los. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Oder ich bin verwirrt, besser gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, in einer Stadt zu sein. Jetzt werden hier aber Orte auf einem Straßenschild angezeigt. Die sind alle ganz weit weg. Ach du Scheiße. Das würde vielleicht erklären, warum ich diese vermuteten Stadtteile nicht finde. Ist das gemein, Alter. Ja. Oh fuck, Alter. Die Frage ist, mache ich jetzt einen... Ich bin hier mehr mit dem Ort, ist gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber die Frage ist, mache ich jetzt einen wirklichen Gutshot und hoffe, dass du in der Zeit nicht näher dran kommst und vielleicht relativ weit weg bist. Oder könnte ein Treffer werden, eventuell. Ja, könnte, ne? Oh, Leute, ey. Oh, meine Augen tun weh. Mhm.
Straße ist so groß. Warum finde ich die Straße nicht? Oh, das Leute, meine Augen, damit, ey. Kann doch bei mir nur damit zusammenhängen, dass ich wirklich in der falschen Stadt bin. Weil ich kann nicht mir eigentlich vorstellen. Oh. Wo ist dieser verkackte Ort, ey? Ich tappe im Dunkeln. Oh, warte mal. Muss doch hier irgendwo sein. Es geht doch gar nicht anders. Aha. Oh. Okay. Zurück. Das ist doch... Also in dem Ort war ich auf jeden Fall schon. Ja? Ja, wenn es der richtige ist. Okay. Wenn es der richtige Ort ist, wo ich eigentlich sein will, jetzt gerade. Dieses Phänomen, dass ich mir eigentlich sicher bin, dass es da ist, aber so gar keine Anhaltspunkte auf das finde, was ich bisher gefunden habe. Ah, ich weiß, was du meinst. Es muss doch hier sein. Kannst du mir doch sonst nicht erzählen. Bilder aus 2009. Wahrscheinlich heißt das gar nicht mehr so. Und ja, auch noch mal hinzu. Ja. Wie heißt denn der Bums hier? Boah, Junge! So langsam muss doch mal ihr Ende sein. Ja, denke ich mir auch. Jetzt schon mal, wie der Bums heißt. Jetzt muss ich diesen Bums nur noch finden. Du Scheiße, der kann hier immer.
Hab eine Asklepios-Klinik gefunden. Okay. Hilft aber nicht so viel. Ich glaube, ich nicht im richtigen Ort bin. Nicht? Nee, ich bin verwirrt. Verwirrt. Ja, das Problem ist, die Sachen, die ich bisher gefunden habe, bestätigen sich nicht genauso wie bei dir. Okay. Was machen wir denn bei dir? Ich habe jetzt endlich habe ich ein eindeutiges Indiz dafür gekriegt, wo ich bin. Wäre ja schön, wenn das... nein, da bin ich nicht. Wäre ja schön, wenn sich das auch im Endeffekt zeigt, dass das stimmt, ne? Ja, jetzt muss ich das nur finden. Okay. Das jetzt hier für ein Bombs... Mördergerät. Haben sie aber Bilder hier bei ganz schön beschissenem Wetter gemacht. Aber hey, wenigstens das Jahr 2020 haben wir schon mal mit den Bildern erreicht. Ist schon mal etwas. Ich glaube wirklich, dass ich nicht im richtigen Ort bin. Bin ich in dem Ort? Ist nur wo. Wäre jetzt natürlich fatal, wenn wir beide so sehr krass auf dem Schlauch stehen würden. Das einfach beschissen kriegen, ne? Das ist auch richtig, aber. Ich hab noch. Scheiße. Ich bin tatsächlich im falschen Ort. Hast du jetzt rausgefunden, wo du bist? Ja, ich bin im falschen Ort gewesen. Wo warst du denn bis jetzt? In Hamburg. Echt? Da stand ganz viel Fischmarkt. Und dann standen da zwei Stadtteile. Warum auch immer, habe ich da in Hamburg vorgesetzt und habe mir gedacht, das ergibt Sinn. Ich habe die Stadtteile nicht gefunden. Na, no, okay, ich verstehe. Aber jetzt habe ich für mich etwas gefunden, was definitiv mir verraten hat. Ja. In welchem Ort ich mich befinde.
Du hast gegessen? Jo. Okay. Ein bisschen habe ich noch. Um das zu suchen. So. Ich muss halt eins sagen, es ist schwer zu finden. Ich gebe dir einen Tipp. Einen Ortsteil hast du wahrscheinlich nicht gefunden, ne? Nee, nicht direkt, aber ich denke, wir sind entweder Mitte oder Oststadt. Okay, dann bist du schon mal richtig. Also, irgendwo da. Ah! Ah, warte, jetzt muss ich einmal zurück. Return to start. Wir starten nämlich in der Hohenzollernstraße. Die knickt ab auf die Hohenzollernstraße. Ist aber gleichzeitig eine Verlängerung der Bödecker Straße. Ich habe die Hohenzollernstraße gerade eben irgendwo gesehen. Hohenzollernstraße. Da bin ich. Okay. Der Startpunkt ist hier. Ich bin da. Guess. Du hast genau den Punkt getroffen, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Aber weißt du was? Du hast trotzdem gewonnen. Ja. Weil ich früher abgegeben habe, wahrscheinlich. Gut, meine lieben Freunde. Anderthalb Stunden hat das gedauert. Alter Schwede, ich bin fertig wie sonst was. Oh. Du darfst nicht vergessen, ne? Du hast mir ja aber in der einen Runde mega viele Punkte abgeluchst da in Mannheim. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich voreilig gegessen habe. Ja, das ist richtig. Oh. Ich wünsche euch viel Spaß, oder ich wünsche euch, dass ihr viel Spaß mit diesem Video gehabt habt. Hä? Ja, habt. Es ist viel zu spät für mich, ich muss ins Bett. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Ciao!